willkommen. Wir freuen uns wirklich hier in Heidelberg. Ach nee. Am Schlagzeug Dieter Schumacher. Am Kontrabass heute Abend Caroline Höfler. Was viele nicht wissen, meine Schwägerin. Und Dieter hat ich adoptiert, glaube ich, vor 35 Jahren. Und die Familie wird immer größer, weil seit ich gestern mit dem Film gespielt habe, muss ich ihn auch adoptieren. Ein grandioser Mensch, ein grandioser, freundlicher Mensch, ein toller Musiker, der diese komplizierten Arrangements quasi unterlag. Ambiano, Sie kennen ihn alle. Bekanntesten Vibraphonisten, den es je gab, Lion King. Es gab noch kein Konzert, wo nicht irgendjemand. Dass er gesagt haben soll zu einem amerikanischen Reporter in Japan, er hätte nur 15 Minuten gebraucht, um dieses Instrument zu erlernen. Er war ja vorher Schlagzeuger und Pianist. 15 Minuten. Ich habe 10 Minuten gebraucht.
das auch könnte. Ich glaube, ich muss nicht weiterreden. Ich habe es 3-4 Mal gemacht und dann war es jetzt auch wieder. Kein einziger Kubaner dabei. Aber die haben Erfolge gefeiert, selbst auf Kuba. Deshalb denke ich, dass auch ein Württemberger im Badischen heute mit Erfolge feiert. Vibraphon, Klangplatten, angeordnet wie beim Klavier. Und das war explosionsartig. Das war ein Klang, sowas gibt es heute nicht mehr. Das waren Eisenplatten. Hier sind es Goldplatten und die Goldplatten klingen halt ein bisschen wärmer, aber.